Also, wir haben ja einmal den Querschnitt durch die Höhle. Ah, das ist ein Querschnitt. Ja, es ist keine Draufsicht, es ist ein Querschnitt. Und ihr dürft euch gerne mal bei zwei passieren, bei dem Geröllhaufen, wo ihr jetzt gerade seid. Und dort geht ein langer, pechschwarzer Gang rein in die Dunkelheit. Und dort helfen die Lagerfeuer in der Höhle nicht weiter. Kann mich mal bitte einer von da rechts hier meine Maus hängt? Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie falsch eingestellt habe. Nee, du Und kannst nicht durch Token den ist da Nebel rechts auf des, du dem. kannst nicht durch den Nebel des Krieges, das geht nicht. Aber ich. Ja. Danke. Das ist der Nebel des Krieges, das ist das Problem. Ich Ah, oh. nehme meine Eier beisammen und tue so einen halben Schritt vor, bis ich dann neben Geiras stehe. Klicke einmal kräftig den Stab auf den Boden und kanalisiere Ja, einen Lichtzauber. dann mach du das bitte. Ja, Sekunde. Ich bin nicht impersonated, so jetzt. Habe ich nur noch um Sekundenhandel. Ich meine, da muss ich eigentlich gar nicht würfeln. Ich mache es einfach trotzdem. Ein Sicherheitswurf. Ist Lungen? Hat Wow. es gepasst? Ach so, ich habe. Nein, ich habe es mit meiner Feuerdings. Ich gebe Splitterpunkte und wir vergessen das, dass ich doof bin. Also, dazu eine kleine Sache. Das kostet dich jetzt einen erschöpften Fokus. Ein erschöpfter Fokus ist nicht relevant. Ein Splitterpunkt ist relevant. Ich würde sagen, du streichst den Fokus und probierst es nochmal. Ja, okay. Wollte nur die Doofheit vielleicht. Gut. Ist also nochmal. Ich habe vergessen, dass das kein Feuerzauber ist. Ah, so. Wie gesagt, ich klicke einmal den Stab auf den Boden und möchte dann auch die verstärkte Version wirken. Und auf der Spitze erscheint dann ein kleines, fröhlich im vielleicht entstehenden Durchzug flackerndes Flämmchen, das insgesamt, ja, sagen wir 10 Meter gutes Licht gibt. Verstärkte Version gibt 10 Meter, genau. Ja, in solchen Situationen seid ihr doch sehr nützlich. Jamia. Nun, ich habe meine Vorzüge. Kommen wir da so runter oder brauchen wir ein Seil? Da kommt ihr so runter. Dort merkt ihr auch, das war mal eine Treppe. Bodo, was sagst du dazu? Ab ins. Oh, ja. Sehr, sehr stark benutzt, aber. Kannst du Doch, im Dunkeln doch. sehen? Nein, aber sein Licht hilft. Ich werde noch mal eine Fackel anmachen. Ja, Frodo holt eine Fackel raus und ihr habt noch ein bisschen zusätzliches Licht. Nicht, dass es viel bringt, aber ja, also doch. Die Felsen hier sind bearbeitet, definitiv. Aber ob das Zwergenwerk ist, wir werden sehen. Seid auf alle Fälle wachsam. Spinnen seilen sich von der Decke ab und greifen lautlos an. Haben wir Rattlingskrieger dabei? Oder Ja, mischen die ihr sich hier habt nicht ein? so ein Dutzend von deren Kriegern dabei. Perfekt. Also gut, dann runter ins Tiefdunkel. Ihr geht los und dürft mal so eine kleine Marschreihenfolge hier festlegen, indem ihr euch einfach hintereinander in den Tunnel setzt. Ich gehe vor. In der Mitte. Ja, wir sind zu fünft, also Mitte. Haben alle Wagen automatisch Dämmersicht? Nein. Dann würde ich auch relativ weit vorne gehen. Dann positionier dich. Ich habe leider noch eine Frage. Vorne ist. Geiras. Dort, wo Ah, der Wagen okay. steht. Hahaha. Gut, dann. Hier, das bin ich ja nicht mehr in der Mitte. Ja, Nasauk würde auch schon in Erwartung der Gefahr seine Klebe ziehen Ich und überlege erst dann gerade. weglegen. Ich werde mit meinem Kampfstab kämpfen. Du hast einen Kampfstab? Ja, Cool. Kampfstab und zwei Hände. Ich werde mit dem Kampfstab kämpfen. Ja, ihr bewegt euch ein bisschen in den Tunnel und merkt dann, dass die Steine immer deutlicher bearbeitet sind. Hier wurden Fresken in den Stein gemeißelt, um den Anschein zu ergeben, als wären dort Säulen, die den Tunnel tragen. Deckel ist für euch
angenehm, aber auch nicht zu hoch. Ihr könnt es immer noch sehen, da wird sich aus der Dunkelheit nichts abseilen können. Und es geht erstmal 50 Meter weit, als Bodo dann stehen bleibt und mit der Fackel näher an die Wand geht. Hier, schaut, schaut! Ist das Werk eures Volkes? Ja, Furatorun, Zwergenschrift, hier, schaut! Ja, toll, super, du bist total klasse! Was steht da geschrieben? Ich kann das nicht lesen. Willkommen zurück im Steinbruder. Wir sind auf dem richtigen Wege. Ein Hoch auf Finder Trinkelbach. Ein Hoch auf Finder Trinkelbach. Also wohin auch immer wir auf dem Weg sind, es verspricht, profitabel zu werden. Wer hätte das gedacht, dass die verrückte Moment tatsächlich einer verschwundenen Zwergenstadt auf der Spur war? Ach, Oma, wenn du das erleben könntest. Was ich euch schon lange fragen wollte, was ist eigentlich eine Oma? ITV? Ihr beliebt zu scherzen. Nun, dort wo ich herkomme, vom Volk der Tar, werden wir vom Rudel aufgezogen. Aber ihr habt doch Eltern! Das spielt für uns keine Rolle. Nein, vergesst es. Keine Eltern, keine Großmütter, das müssen langweilige Namenstage sein. Nun, Namenstage gibt es nicht. Seinen Namen muss man sich verdienen. Nehmt ihr mal Namenstage. Ich nehme an, ihr wollt eure Nächsten auch lieber in der frischen Luft erleben. Also weiter. Was macht die Wände auf? Es geht weiter, die Rattlinge. Ihr merkt, die werden immer leiser. Die versuchen jetzt, sich auch ein bisschen geduckter zu bewegen. Und ja, also die haben Angst hier drin, trotz eurer Begleitung. Und ja, es dauert. Ihr seid hier schon einen Moment unterwegs, so... Ja, nach einer Stunde präsentiert sich euch ein Anblick, der euch ein kleines bisschen einschüchtert. Vor euch zieht sich ein Riss durch den Berg, 2 Meter breit, durch Wände, Decken und Boden. Es wirkt ein wenig, als hätte ein Riese mit einer Axt hier eine Spalte reingehauen. Nach oben hin könnt ihr aber kein Licht entdecken. Dort ist Dunkelheit, aber der Spalt nach oben, der ist mit Spinnenweben gefüllt. Ihr seht, wie die im Zug ein wenig Tasten im Gang wie Finger und ja, ihr meinte auch, was rascheln zu hören und Steine fallen dran runter, als sich irgendwas Kleines hoch zurück in den Spalt verzieht. Es erscheint mir gar so, als hätten wir unsere Spinnen gefunden. Oh. Überqueren wir, oder was habt ihr vor? Eine Zwergenstadt geht nicht wegen ein paar Spinnen unter. Die haben sich erst ausgebreitet, als die Zwerge weg waren. Das muss etwas Finsteres sein, das zu einem Untergang einer ganzen Stadt geführt hat. Vielleicht das, was auch immer diese Wunde in den Stein geschlagen hat. Auf alle Fälle haltet eure Augen offen. Ich frage das, noch einmal, überqueren wir? Wir müssen hier durch. Aber dahinter beginnt das Reich der Finsternis. Nun dann, lasst mich doch noch einen kleinen Trick aus dem Ärmel schütteln, ja? Du hast gespannt angeschaut? Ich wende mich mal an die Rattlinge und würde sie gerne motivieren. Wir sind stattliche... Spinnen, da, gefährlich. Wir sind stattliche Krieger, Warg, Menschen, Feuermenschen. Mit uns an eurer Seite könnt ihr gar nicht scheitern. Wir werden die Spinnen vertreiben und danach gehört dieser Stollen wieder euch. Ihr seid die Ersten. Niemand kann euch des Diebstahls bezichtigen.
die gucken dich so ein bisschen panisch, ängstlich an, als du die mit deinen Worten versuchst zu motivieren. Dort unten gibt es Essen. Du hast auch den Eindruck, als ob so mancher von denen einfach zu wenig basagnomisch versteht, aber so eine Handvoll guckt dich an und bleibt an deinen Lippen hängen. Essen gut! Spinnen essen, schmecken nicht. Nein, Spinnen giftig. Nein, wir essen keine Spinnen. Dort unten gibt es gutes Zwergenbier und Käse und Pilze. Käse! Pilze! Darf ich anführen würfeln? Ja, mit minus 2 gucken wir mal, ob die da sich entschlossen gegenstellen. Ja. Schwierigkeit? Oh, guck mal. Oh. 23? 23, so Wiesel. Einer sagen, dass Rattlinge nicht stur sind. Wieselgewurf. Nee. Dann gibt es kein Käse für euch. Habt mich wahrscheinlich einfach nicht verstanden. Lassen so ein bisschen die Schultern hängen. Ihr stark, ihr groß, ihr kümmern um Spinnen. Wir decken Rückzug. Richtig. Ihr passt hier auf. Ihr könnt meinetwegen eure klägen Stimme erheben, wenn ihr etwas seht. Ich trete dann langsam vor, schwenke den Stab ein wenig hin und her, um das Licht auszubreiten. Schaue dann relativ konsterniert die Spinnenweben an, die sich über und ich nehme auch unter mir in diesem sehr groben ausbreiten. Wenn du runter guckst, da siehst du einen ähnlichen Gang, der nach unten führt, auch schräg. Da auch mal reinleuchtest, da sind keine Spinnenweben drin und von unten hörst du das Plätschern von Wasser. Nun, tragen wir vielleicht die mehrere Sorge, da nicht hineinzustürzen. Warten wir einmal kurz. Und dann möchte ich noch einen Zauber wirken. Und zwar den Wolkenpfad. Ich sag's dir nur ungern, aber die Spalte ist immer noch 2 Meter breit. Da kannst du einen Schritt drüber machen. Ah, die Art von... Kann ich trotzdem den Zauber wirken? Wenn du deinen Fokus vor dem Kampf rausballern möchtest, gerne. Ach, jetzt habe ich mich gefreut, ich kann ihn benutzen. Nein, gut, dann lass ich's. Ja, Mia, was versucht ihr da? Das ist... Nun, ein großer Schritt. Und Vorsicht ist besser als Nachsicht, oder? Überlegt dann mal, wenn einer von uns da hinabstürzt. 2 Schritte, hast du gesagt? Ja, 2 Meter, da kommt jeder ohne Problem drüber, selbst gut. Odo. Ja. Ja, dann können wir drüber springen. Ja, ihr springt drüber und seid auf der anderen Seite. Könnt immer noch hoch in den Spalt gucken, der über euch ist und runter in den Bach, vor euch weiter die Dunkelheit. Nun, wenn wir Durst haben, wissen wir wenigstens, wo wir suchen müssen. Sagt Zwerg, was sagen eure Geschichten? Wie groß ist diese unterirdische Stadt? Ich habe das alles für Hirngespinste gehalten mit der Stadt, aber ja, also eine Zwergensiedlung, also die können 50 Leute, 100 Leute, aber eine verschollene Zwergensiedlung dürfte kaum größer sein. Ich bin kein Archäologe. Archäo was? Erfinder Tringelbach, sie war ja eine Forscherin nach Altertümern, verschütteten Ruinen. Eine Archäologie nennt man das. Ihr meint, sie sucht im Dunkeln nach Rätseln? Mehr nach Schätzen, Artefakten und verborgenen Kulturen. Nun, ihr scheint euch ja am besten auszukennen. Wollt ihr nicht Jamirs Licht nutzen? Weil, falls ihr wieder solche Runen entdeckt. Runen sagtet ihr doch. Ja. Ist eure Schrift, oder? Die siehst du hier überall. Entfernungsmarkierungen und Segenssprüche. Ihr schaut.
ja, zeigt dir so eine kleine Inschrift. Der kräftige Arm bricht den Stein, aber der stete Tropfen hüllt ihn. Was soll uns das sagen? Zwergische Weisheiten. Ich kenne auch eine. Besser zuhören sollen. Ich kenne auch eine zwergische Weisheit. Wenn du in anderen was entzünden willst, musst du es erst in dir zum Brennen bekommen. Exakt, so hat Großmutter immer gesagt. Ja genau, das hat sie in dem Brief geschrieben, ich habe zugehört. Ganz recht, wer andere in Brand stecken will, muss sich erst selbst anzünden. Also, zur Stadt geht's weiter da lang, oder? Oder habt ihr das ernst gemeint, den Radlingen zu helfen? Nun, wir haben ihnen unser Wort gegeben, nicht wahr? Es wäre doch sehr unehrenhaft, um uns jetzt einen Rücktritt zu machen. Ich weiß ja nicht, also der Spalt da oben sieht mir ein bisschen schmal aus für meinen Umfang. Und wir können ja ein oder zwei Pfeile hineinschießen oder so und schauen, ob sich etwas erregt. Ihnen jagen ja schließlich dadurch, dass sie den im Ziehen an ihren Netzen folgen. Durch Vibration. Ganz genau, Vibration. Seit wann kennt ihr das Wort wieder? Egal. Ich bin nicht dumm. Du musst wissen, wie Raubtiere jagen. Gerade wie Drachen jagen. Nasau, Grala, hattet ihr nicht einen Bogen? Ja, den habe ich immer dabei. Dann schieß doch mal. Ich schieß doch nicht einfach ins Dunkel. Und heller wird es nicht. Aber es macht doch gar keinen Sinn, wohin zu schießen, wo man nichts sehen kann. Vielleicht hast du ja Glück, dann ploppt es einmal und dann weißt du, dass es im Leib einer Spinne gelandet ist. Die platzen immer so schön auf. Man kann nicht mit einer Stock, der nicht unsere Waffen sind, einfach ein bisschen an den Netzen zupfen, oder? So weit weg, nehme ich an. Die sind da oben, da kommst du ran, du zupfst ein bisschen dran, die reißen. Nun, geht ihr doch mal nach vorne und ich stelle mich lieber nach dahinten und warten wir vielleicht mal ab. Ich kann noch was ganz anderes machen. Da können sie auch anzünden. Ne, erzähl mal. Prala. Ich kann auf den Boden stoßen und dann kommt so ein wie ein Erdbeben. Ist das... Was? Die Kraft des Mondes in dir? Nicke. Wow. Ich glaub schon. Das unter Tage zu empfehlen? Wir wissen nicht, wie lange und wie alt diese Rüßbeile schon hier stehen. Dann finden wir es heraus. Das weiß ich nicht. Nun, Yamiya, könnte nicht ein ihrer Pfeile entzünden, sodass er uns Licht spendet? Selbstverständlich könnte ich das. Das ist eine sehr gute Idee. Nun, wenn ihr doch den einen Pfeil hergeben wollt, denn ich versichere euch, danach könnt ihr ihn nicht mehr verwenden. Gut, schauen wir einfach mal. Zaubern wir mal eine flammende Waffe und sehen, was passiert. Eine Flamme wird reichen, um einen Brandfall draus zu machen. Du kannst nur Nahkampfwaffen mit Flammenwaffe belegen. Okay, das ist gut zu wissen, das wusste ich nicht, aber eine Flamme und wir zünden das Ding einfach an. Ja. Kein Problem. Kann ich versuchen, mich maximal zu orientieren? Also, dass ich meine Initiative gleich auf Null setze, geht das? Nö, aber du kannst auf jeden Fall darauf achten, nicht überrascht zu werden. Du achtest auf Spinnen, die sich abseilen. Genau. Ist notiert. Gut. Ich dachte, ich hätte einen Sicherheitswurf gemacht. Ja, auch egal. Ja. Der Pfeil brennt, Rala. Ja. Ach, mein Pfeil, ich dachte seiner. Ich habe keine Pfeile. Nee, nicht deiner. Ich dachte, der von hier, er hat sich nicht gemeldet.
Nee, na Saug, bei ihm ist deutlich zu sehen, dass er nur drei Wurfspeere auf seinem Rücken trägt. Oh. Als Pfeile, ja, da muss ich wohl schießen, weil ich war ja eigentlich nicht dafür. Deswegen, aber okay, zünde meinen Pfeil mal. Also bei Flammen der Waffe steht nicht zum Marker Waffe. Hier steht nur Waffe. Okay, vielleicht sollte man den Bogen nicht anzünden. Gut, egal, der Pfeil brennt. Toll. Ich wollte gerade sagen, also zünde den Pfeil. Zünde den Pfeil an, nicht den Bogen. Wenn er schießen, bevor er in der Mitte durchgebrannt ist, dann fliegt er nicht mehr gut. Ich wollte doch gar nicht. Guck dich so ein bisschen böse an und dann, ja, schießt man einfach mal nach oben. Ach, du schießt nach oben, dein Pfeil sirrt dort rein, nee, Dunkelheit und erleuchtet diesen Spalt, der ja mäßig mit Spinnenweben ausgekleidet ist, bohrt sich dann ein Stück Fels und ja, die siehst, wie die Flammen sich ausbreiten, die Spinnenweben mit einem großen Umkreis sehr, sehr schnell verglühen lassen, bis ja, dem Feuer die Nahrung ausgeht und ja, nur noch Funken runterfallen. Es riecht stinkend nach verbrannten Spinnenweben. Boah, das stinkt. Und gesehen haben wir auch nichts. Wir haben in der Tat sehr viel gesehen. Also, ihr konntet sehen, dass der Gang ungefähr 15 Meter lang ist. Nach oben. Können wir weiter nach vorne gehen? Das müsste auch gehen, ne? Ja, da geht's weiter in die Dunkelheit nach unten. Ja, ich denke, angesichts der Tatsache, dass sich hier keine hundsgroßen Spinnen verbergen, können wir unverrichteter Dinge weiterziehen. Schließ mich immer an. Ja, von der anderen Seite, die Rattlinge fangen an zu fiepen. Hey, hey, Spinnen, Spinnen da! Aber habt ihr nicht gesehen? Es war keine Spinne da. Was sollen wir tun? Wir können nicht töten, was nicht da ist. Zeigen die irgendwo hin? Wenn sie ja. da sagen? Ja, zum oberen Spalt. Ist die Karte echt so mies, dass man... Nee, der OT-Anreiz ist so gering, glaube ich. Ich weiß okay. nicht, wie wir haben da reingeschossen, wir haben nichts gesehen. Wir können da nicht reinklettern, was willst du, was wir tun? Ihr meint, eure Feinde sind dort lang? Zu den Rattlingen. Sie hat dahin gezeigt. Ich geh mal gucken und guck mal dahin, wo sie hinzeigt. Können wir denn über die Säule nach oben klettern? Eine Räuberleiter ist notwendig, um bis dorthin zu kommen. Und ja, er hatte einen Pfeil reingeschossen, der gebrannt hat. Er hat erkannt, dass er relativ poröses Gestein ist, viele Griffmöglichkeiten. Und während Bodo einfach zu fett ist, um da reinzupassen, ihr, die ja alle ein bisschen schlanker seid, ja, das wird eng da drin, aber ihr könntet da hochkommen. Wenn ich den anderen nach und nach hochhelfe, könnte ich mich dann trotzdem noch nach vorne buxieren oder ist das zu eng? Sonst muss ich als erstes nach oben. Dann lass doch einen Narasok uns hochhelfen, das wird gehen, hoffe ich mal. Dann steht aber Narasok vorne. Ja. Aber einer muss vorne klettern. Dann bin ich der Erste. Ich kann auch vorne klettern gehen. Ich will vorne sein. Wartet einen winzigen Moment. Ich packe kurz an die Schulter und lege einen sanften Fall auf ihn. Nur so, für den Fall der Fälle. Kannst du das auch auf andere? Spar deine Energie. Ich würde ganz gerne nach oben klettern. Ziemlich behende. Behende ist unter den engen Bedingungen recht schwierig. Ich hätte gerne eine Athletikprobe gegen die 15 von dir und 5 Fortschrittspunkte. Ja, kein Problem. Gegen die 15 und du willst 5 Punkte haben? Ja. Ja, ich sag doch Behende. Das reichen mir 3. Ja. Also wenn Yamir schon anfängt zu zaubern, völlig egal, ob es kann oder nicht, aber ich würde ihm einfach nur zunicken. Nee, spar deine Energie. Er war im Tick, ist der Zauber da schon durch, aber ich kann es halt nicht. Tja. Ja, also, du merkst, du bleibst das ein oder andere Mal tatsächlich hängen und musst wieder ein kleines Stück runter, um wieder hochzukommen, aber das geht sehr, sehr flott von dir und ja, kannst hier auch gerne Kletterhaken unterbringen, dich anseilen, um den anderen es ein bisschen leichter zu machen und
Ja. Ja, perfekt. Wer möchte denn als zweiter klettern? Da der Mann wohl Licht braucht, wäre das wohl ich. Von dir bitte eine Athletik gegen die 15. Gegen die 15. Du kriegst plus 2, weil Seil, dort ein Seil für dich hängt. Und jetzt sprichst du meine Sprache. Eine Saug würde dich auch auf den ersten Metern auf die Schulter nehmen und dir hochhelfen. Einfach. Nicht gut. Erster Fortschrittspunkt. Achso, du brauchst 2. Ich brauche nicht nur 2. Ich hätte gern 5. 5? Habe ich gerade nämlich 2 gehört? Egal. War bei mir auch schon 5. Machen wir weiter. Was passiert, wenn ich nicht schaffe? Ach, wir werden es rausfinden. Nicht jetzt. Knapp gelungen. Dann machen wir direkt noch eine. Knapp gelungen. Ich meine. Zweiter Fortschrittspunkt. War gerade eben nicht schon der zweite, jetzt ist der dritte. Das ist der dritte. Oh ja, stimmt, das ist die dritte Probe. Ich komme bei den ganzen knapp gelungen durcheinander. Wie sehnlich ernährt sich das Eichhörnchen? Und damit hast du auch 5. Ich möchte vorher dann aber zumindest auf mich einen sanften Fall sprechen. Noch kann ich abstürzen. Ja, gerne. Gut. Nimm den Wurf von gerade, musst du jetzt nicht neu würfeln. Jetzt schon spät, habe ich schon. Ja, wer ist Nummer 3 in der Liste? Ich denke, Nasauk wird Jamir folgen, nachdem er ihn auf die Schulter genommen hat. 20 war es, ne? 15. Sehr leicht zu erklettern, dieser Spalt. Da hast du die ersten 3, du merkst, wupp, du steckst fest. Na, eine Akrobatik gegen 20, sonst verlierst du einen Fortschrittspunkt. Ja, geschafft. Dir fehlen immer noch 2 Fortschrittspunkte auf Athletik. Das sind 5. Und dann fehlt noch Rala. Ich überlege, was ich mit dem Bären mache. Ja, der Bär und die Hyäne können da einfach nicht hochklettern. Die können halt nicht klettern. Die müssen ja bei Bodo warten und den Rattling. Okay. Oh, Geiras, da geht das aber schon wirklich sehr tief herunter. 15 war das, ne? Einfach nach oben gucken und nicht runterfallen. Dann hast du kein Problem. Oh, Geiras, da geht es aber auch wirklich sehr weit nach oben. Halt dich an den Spinnenweben fest. Dann bleibst du kleben. Ja, Rala, auch du bleibst mal hängen mit deiner schweren Lederrüstung und auch von dir bitte eine Akrobatik gegen die 20. Ja, du verlierst einen Fortschrittspunkt. Das heißt, okay, du bist bei 2 Fortschrittspunkten, brauchst noch 3. Also nochmal Athletik, ne? Ja. Die anderen. Alles klar. Gut, dann decke ich mal ein bisschen mehr auf. Ja. Wir haben ja eine Kampfkarte direkt über euch und... Ja, wir haben Licht zumindest bei unserem Magier, wenn ich das richtig sehe. Radius 5 Meter. Ja. Ihr seht vor euch eine Höhle, komplett geschlossen. Vom Durchmesser würdet ihr sagen, die ist so 8 Meter breit, 6 Meter hoch. Und ja, die Länge könnt ihr schwer einschätzen, weil sie halt voll und voll mit Spinnenweben ist. Ihr kommt unten genau bei dem schwarzen Loch raus und dort hier am Eingang, ja, da sind Spinnenweben, aber die werden deutlich dichter, je weiter es reingeht und ja, erlauben euch kaum was zu erkennen. Und ihr hört Füße, die auf dem Boden rascheln. Ihr seht mal rote Augen, die in der Dunkelheit leuchten, aber bisher nähert sich euch nichts. Dann holen wir sie mal aus ihrem Versteck. Ja, mir Feuer.